Ja, ganz herzlichen Dank für diese wundervollen Worte. Die Latte ist sehr hochgelegt worden. Mal gucken, wie man sie unterlaufen kann. Herzlichen Dank für die Einladung. Genau. Herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Ringvorlesung. Nochmal laut mit Ihnen zusammen über die Musealisierung des Themenfelds Migration und Einwanderung nachzudenken. Denn kein anderer Prozess hält die Gesellschaft derzeit wieder so in Atem wie das die Flüchtlingseinwanderung. Bereits im Sommer, bevor Angela Merkel, unsere Kanzlerin, die deutschen Grenzen temporär öffnete, titelten die großen Meinungsmagazine wie der Spiegel und der Stern unisono, dass die aktuellen Flüchtlingsbewegungen Deutschland verändern werden. Aus einer migrationswissenschaftlichen Perspektive kann man Ihnen damit nur recht geben, wobei dies historisch nicht die ersten und wohl auch nicht die letzten Masseneinwanderungsbewegungen sein werden, die die deutsche Gesellschaft massiv mitprägen. Daher formulieren dann auch migrationswissenschaftliche Stadtforscher zum Beispiel, dass Stadt Migration ist und beschreiben damit nahezu eine historische Determinante. Sie werden sich sicherlich fragen, wo denn hier das Museum in meinen bisherigen Ausführungen bleibt. Und in der Tat ist es angesichts der historisch immer wiederkehrenden Einwanderungsbewegungen, die die deutsche Gesellschaft auch zu der gemacht haben, die sie heute ökonomisch, sozial und kulturell ist, nämlich eine postmigrantische Gesellschaft. Angesichts dieser Tatsache ist es sehr verwunderlich, dass die deutsche Museumslandschaft erst zu spät und dann auch nur relativ zögerlich sich dem Themengebiet zugewandt hat. Bis heute gibt es auch zur Geschichte der Einwanderung kein eigenes Museum wie etwa in den USA, in Kanada, Australien oder Frankreich. Und nur wenige Dauerausstellungen in Stadt- oder historischen Museen haben die mannigfachen Geschichten der Einwanderung als integrales Querschnittsthema bislang in ihren Ausstellungskonzeptionen aufgegriffen. Wenn ich im Folgenden daher die relativ junge Geschichte der Musealisierung skizzieren werde und 4 sich herausbildende dominante Muster und Modi aufzeigen werde, wie Migration in der Museumswelt narrativiert und in Displayanordnungen ver- und behandelt wird, tue ich das primär aus der Perspektive einer Migrationsforscherin, die in den letzten 10 Jahren jedoch verstärkt, wie gesagt, wie Sie schon hörten, an Ausstellungsprojekten selbst mitgearbeitet und 2 große studentisch-künstlerische Ausstellungsprojekte selbst kuratiert habe. Insofern werde ich zu einem die dominanten Ausstellungspraxis analysieren und zeigen, wie sie den herrschenden migrationspolitischen Paradigma, nämlich dem Integrations- und dem Ethnisierungsparadigma, folgt. Diesen diskursiven Kontext werde ich dann auch etwas näher ausführen, wobei Sie hierzu wahrscheinlich schon einiges gehört haben. Zum Schluss möchte ich Ihnen dann stichpunktmäßig zeigen, welche Leitgedanken und Umsetzungsstrategien unser Göttinger Ausstellungsprojekt Movements of Migration bestimmt hat, welches 2013 zum einen im Kunstverein zu sehen war, aber eben auch an verschiedenen Stellen im öffentlichen Raum der Stadt. Movements of Migration entstand im Rahmen eines Master-Lernforschungsprojekts am Institut für Kulturanthropologie in Göttingen, wobei wir von Anfang an verschiedene Kooperationsverhältnisse gesucht und aufgebaut haben. Intensiv haben wir mit dem Curriculum visuelle Anthropologie kooperiert, mit dem Ergebnis, dass unter der Leitung von Thorsten Näser, meinem Kollegen, 6 Filme entstanden sind, die alle in der Ausstellung mehr oder weniger umgearbeitet zu sehen waren. Zudem haben wir von Anfang an mit Künstlerinnen kollaboriert, die mit den Studierenden zusammen die Forschungsergebnisse in mehr oder weniger künstlerische Installationen umsetzten. Ferner haben wir von Anfang an die Zusammenarbeit mit migrantischen Initiativen und dem Integrationsrat der Stadt Göttingen gesucht, um im Dialog die Ausstellungskonzeption zu entwickeln. Ohne deren Hilfe wären wir wohl nie in so knapper Zeit eines Lernforschungsprojekts, was meistens so 2, 3 Semester Zeit hat, dann doch an so viele Zeitzeuginnen und migrantische Positionen gekommen. Doch dazu später mehr. Dabei setzten wir mit Movements of Migration auch mit seinen vielfachen Kollaborationen den Versuch fort,
wie wir ihn bereits 2009 in München zusammen eben auch dort mit Studierenden und Künstlerinnen im Rahmen von Crossing Munich beschritten haben. Nämlich eine Ausstellungssprache zur Migrationsthematik zu entwickeln, die zum einen die Kritik der Migrationsforschung an den hegemonialen Thematisierungsweisen von Migration in diesem Land aufgreift und die zum anderen intendiert, die Fallen der gerade vor unseren Augen stattfindenden, nachholenden Musealisierung der Geschichten der Migration im deutschsprachigen Raum zu vermeiden. Während wir doch in München als Projekt des Kulturreferats über mehrere hunderttausende Euro verfügten und wie Sie sehen in der Rathausgalerie einen relativ zentralen, prädestiniert, also einen relativ zentralen Ort direkt hinter dem historischen Rathaus zur Verfügung hatten mit einer großen Ausstellungsfläche, mussten wir in Göttingen sehr mühsam uns um das notwendige Geld bemühen. Auch haben wir in München erreicht, dass das Kulturreferat dort 2,5 Stellen auf 5 Jahre bewilligt hat, die nun im Stadtmuseum und im dortigen Stadtarchiv die Geschichten der Einwanderung aufarbeiten sollen. Doch zurück zur Geschichte der nachholenden, kurzen, doch jetzt sehr explosiven Musealisierung der Migration. Während wir unsere Forschungsarbeit 2007-2008 zu Crossing Munich noch unter dem Vorzeichen antraten, dass bis dato das Thema Migration im institutionellen Museums- und Ausstellungskontext nahezu verunsichtbart war, lässt dies sich mittlerweile so nicht mehr halten. Während wir damals die Ausgrenzung des Themas aus der Agenda städtischer und regionaler Institutionen der Geschichtsaufarbeitung und Erinnerungsarbeit kritisierten, ist mittlerweile fast die entgegengesetzte Frage zu stellen, ob nicht weniger Bilder manchmal mehr wäre. Denn die zahlreichen Tagungen, Ausstellungsprojekte und Förderprogramme, die mittlerweile das Museumsfeld bestimmen, reproduzieren so manche Konzeptualisierungsweisen und Diskurse über Migration und Einwanderung, die der Nachwelt eigentlich so gar nicht mehr überliefert werden müssten und migrationswissenschaftlich längst angezweifelt werden. Zwar gab es in den 1970er und 1980er Jahren, Sie erinnern sich, Hochphase der Gastarbeitsära in den 70er noch, einige Ausstellungsprojekte zur damals noch jungen Geschichte der Gastarbeit, doch erst ab Mitte der 2000er Jahre nimmt die Intensität der Auseinandersetzung mit der Migrationsgeschichte in der deutschen Museumslandschaft zu, wie es auch Patricia Deuss in einem Zwischenbericht für den Museumsbund feststellt. Bis dahin blieb es einzelnen oftmals migrantischen und oder wissenschaftlichen Initiativen überlassen, sich in Ausstellungsprojekten der Aufarbeitung der Geschichten der vor allem Gastarbeitsmigration anzunehmen. Zu erwähnen wäre wie hier vor allem die Initiative DOMIT, die mit ihrem Ausstellungsprojekt Fremde Heimat 1998 sozusagen einen großen Initialzündung produziert hatte. Eine anfangs vor allem von türkischen Gastarbeiterinnen gegründete Ausstellungsinitiative, die mittlerweile aber ihren nationalen Fokus aufgegeben hat und sich ins Dokumentationszentrum der Migration nach Deutschland umbenannt hat. Zu nennen wäre auch das große Ausstellungsprojekt der Bundeskulturstiftung unter dem Titel Projekt Migration, an dem ich auch mitgearbeitet habe, welches 2005 in Köln zu sehen war und welches bereits versuchte, sozialhistorische Formate mit wissenschaftlichen und künstlerischen Wissenspraktiken zu verbinden. Doch es brauchte erst den Nationalen Integrationsplan 2007, der auch den offiziellen Kulturinstitutionen eine personelle und inhaltliche Öffnung ihrer Arbeit verordnete. Hierauf begann dann ein Reigen an Tagungen und Konferenzen zum Thema. Ein Arbeitskreis mit Migration wurde im Deutschen Museumsbund ins Leben gerufen, der mittlerweile Leitlinien zur Integration der Thematik in die Museumslandschaft verabschiedet hat und 2 Förderprojekte seit 2012 lanciert. Das eine heißt Alle Welt im Museum. Es wird gefördert vom Bundesinnenministerium und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und ist auf die Erschließung des migrantischen Publikums gerichtet.
Das andere heißt kulturelle Vielfalt im Museum, sammeln, ausstellen und vermitteln. Dies wird gefördert vom Bundesbeauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und wendet sich, Zitat, den Kernaufgaben des Museums zu, das heißt vor allem eben der Objektsammlung und der Ausstellungskonzeption. Hierbei wird bereits deutlich, wie Migration als Thematik museal aufgegriffen und konzeptualisiert wird, und zwar ganz dominant im Sinne des Paradigmas kultureller Vielfalt und nicht etwa als Teilgebiet zum Beispiel der Arbeitergeschichte oder der Minderheitengeschichte, alles ebenfalls sinnhafte und mögliche Konzeptualisierungsweisen der Einwanderungsthematik. Ferner fing Stadt wie auch vor allem kulturhistorische Museen an, meist in temporären Ausstellungsprojekten sich der lokalen und der nationalen Einwanderungsgeschichte zuzuwenden. Deusser zählt in ihrem Zwischenbericht an die mittlerweile 60 Ausstellungsprojekte in den letzten 10 Jahren auf, wobei die meisten sich eben um die 2005er Jahre, um eine Hochphase der Jubiläen der Anwerbeabkommen orientierten. Dies hatte eine starke nationale Perspektive auf das Themenfeld zur Folge und Migration blieb weiterhin als ein gesonderter und eben temporärer Sachverhalt verhandelt. So gibt es bis heute, wie gesagt, noch kein städtisches Museum, welches Migration als einen integralen Bestandteil der Stadtgeschichte in seinen Dauerausstellungen inkludiert hat. Stuttgart, Frankfurt und wie gesagt München arbeiten gerade daran. Auch gibt es bis heute eben noch kein Einwanderungsmuseum, wie etwa in Frankreich mit dem Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration, was 2008 eröffnet wurde. Dabei lehren uns die institutionenkritischen Ansätze, vor allem der New Museology, wie sie etwa auch Fachvertreterinnen, wie sie selber schon gehört hatten, wie Marian MacDonald oder Tony Bennett, in seiner auf Foucaults Überlegungen aufbauenden Museumskritik vorgetragen haben, gegenüber der grundlegenden Wissensanordnung des Museums vorsichtig zu sein und gerade was das Thema Migration, denke ich, anbelangt. Denn so machen die Arbeiten alle unmissverständlich deutlich, dass das Museum als eine der zentralen bürgerlichen Institutionen der Ausdeutung und Ausstellung nationaler Geschichtsbilder zu sehen ist. Dies ging nicht nur mit einer Kanonisierung nationaler Erzählungen einher, sondern auch mit der Einübung eines ganz spezifischen sogenannten Blickregimes, also wer zum Objekt, zum anderen wurde und wer bis heute überwiegend unmarkiert, nicht bezeichnet, weiterhin die Macht des Schauens und des damit einhergehenden Bewertens innehat. Und wenn wir dieses Arrangement uns anschauen, dann ist das sehr klassisch. Dabei kann Tony Bennett zeigen, dass die der entstehenden Museumslandschaft zugrunde liegenden Ordnungslogik sehr stark auch auf den damals zu der damaligen Zeit konsensual geteilten darwinistischen Rassen- und Evolutionstheorien aufbauten und diese in der Museumsarchitektur und der Displayanordnung repliziert wurden. Diese ließen es zum Beispiel logisch erscheinen, die Menschheit in ethnonationale Gruppen, Container, aufzuteilen. Dass es heute immer noch zum Beispiel zu finden ist in den regionalen und nationalen Raumaufteilungen, in den sogenannten, immer noch so bezeichneten und ehemaligen Völkerkundemuseum, steht auf einem anderen Blatt. Auch zu sehen zum Beispiel in der Arbeitsteilung zwischen sogenannten Völkerkundemuseum, Ethnomuseen und Kunst- und Geschichtsmuseen, die sich eher der nationalen Geschichtserzählung annehmen. Und sie hierarchisieren auf einer imaginierten linearen Entwicklungsskala eben anzuordnen. Dabei ging es eben nicht nur um eine Gleichwertigkeit der Räume und der Beschreibungspraktiken, sondern das war durchaus im Sinne davon auch angeordnet, eben der linearen Entwicklungsskala hin zur Zivilisation und zum, was gleichbedeutend war mit dem Westen. Dabei enthielten verstärkt Objekte und ihre Inszenierung eine tragende Rolle, um Geschichtsbilder greifbar und atmosphärisch zu veranschaulichen. In diesem Sinne fragt sich dann auch einer der zentralen Museumstheoretiker meines Faches, Gottfried Korff, bereits in einem ersten Sammelband zum Thema, ob das Museum überhaupt der richtige Ort, der richtige Rahmen, der richtige Wissens,
Praxis sei, um die verzweigten und bewegten Geschichten der Migration zu dokumentieren und zu repräsentieren. Und in der Tat habe ich während meiner Streifzüge durch verschiedene Migrationsausstellungen des Öfteren den Eindruck bekommen, als würden die Museen auch heute den von Bennett und anderen beschriebenen nationalisierten und nationalisierenden Erzählmodus des 19. Jahrhunderts fortschreiben, gerade eben, wenn es um das Thema der Einwanderung und Migration handelt, weil das natürlich spiegelbildlich die Seite der nationalen Souveränität und der nationalen Identität berührt. Dazu tragen auch die dominanten gesellschaftlichen Narrative und Blicksachsen auf Migration heute bei, die mitstrukturieren, wie das Thema in den Museen verobjektiviert und als Geschichte ausgestellt wird. Hier sind insbesondere zwei dominante Paradigmen zu nennen, zum einen das Integrationsparadigma und zum anderen das sogenannte Ethnisierungsparadigma. Und ich würde gerne kurz nochmal darüber reden, weil ich glaube, das müssen wir als Hintergrund nochmal uns vergegenständlichen, um dann auch die von mir dann interpretierten Museumsausstellungen näher zu verstehen und die Kritik daran. Klaus Bade, also der alte Gottvater der deutschen historischen Migrationsforschung, hat einmal die deutsche Einwanderungspolitik folgend bezeichnet. Er hat sie nämlich skizziert als geprägt durch ein Defensivdreieck aus Integration, Zuzugsbeschränkung und Rückkehrforderung. Nach scheinbar gelungener Zuzugsbeschränkung, was sich angesichts der Entwicklungen im letzten halben Jahr etwas durch die Geschichte überholt wurde, also nach scheinbar gelungener Zuzugsbeschränkung mit dem Anwerbestopp 1973 und der faktischen Abschaffung des Grundrechts auf Asyl 1992, womit Deutschland lange Zeit glaubte, diesen Einwanderungsweg relativ geschlossen zu haben und politisch eben nicht mehr opportun Rückkehrforderungen, stellten im letzten Jahrzehnt die Integrationsachse das Terrain dar, auf dem die de facto Einwanderungsgesellschaft in Deutschland zentral verhandelt und reguliert wurde. Dabei fasste Angela Merkel, eine der zentralen Miterfinderinnen des Integrationsparadigmas, die problematischen Implikationen dieser Perspektive im Jahr 2014, also vor 2 Jahren, selbst folgend zusammen. So zitiert die Weltfrau Merkel mit den Worten: Für viele Zuwanderer stelle sich die Frage, wann ist man denn endlich integriert? Und weiter, sie können es sich durchaus vorstellen, dass sich manche Migrantinnen fragten, was soll ich jetzt noch machen? Ich habe Deutsch gelernt, ich habe einen deutschen Pass, 2 Insignien der deutschen Kultur und Identität. Was muss ich tun, damit ich als integriert wahrgenommen werde? Abgesehen davon, dass diese selbstkritische Wende überraschend kam, ist vor allem die letzte rhetorisch formulierte Frage analytisch sehr interessant. Was muss ich tun, damit ich als integriert wahrgenommen werde? Die Frage verweist gleich auf mehrere zentrale Aspekte des Integrationsparadigmas, zum einen eben auf die strukturell eingeschriebene Vergeblichkeit und Aufschiebung des Rechts auf Teilhabe, auf den Tag, der nicht in der Macht der Akteure liegt. Sie macht auch deutlich, wer darüber entscheiden kann, nämlich die anderen, die Mehrheitsgesellschaft. Hierbei zeigt sie auch klar an, welche Faktoren darüber bestimmen, nämlich die Wahrnehmung der autochthonen Mehrheitsgesellschaft. Dabei basiert der integrationistische Blick auf einer Konzeption von Migration, welche Migration als die zentrale Kraft versteht, die in einer ansonsten als homogen verstandenen Nationalgesellschaft Verschiedenheit induziert und somit Instabilität erzeugt. Das sehen wir derzeit auch wieder in der Debatte um die Flüchtlingsbewegung als zentrale Vektoren der Debatte. Sozial- und Kulturwissenschaftlerinnen haben diese Vorstellung von nationaler Gesellschaft schon lange als Containerkonzept von Gesellschaft beschrieben. Dies fußt auf einer kulturalistischen Logik bzw. auf einem nationalen Mythos, eben der die deutsche Gesellschaft als homogen und kulturell gleich imaginiert. Diese Wahrnehmung, so zeigen zahlreiche auch ältere migrationswissenschaftliche Werke bereits der 1980er Jahre, ist vor allem durch 2 weitere Masternarrative wesentlich strukturiert, die in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen auftreten. Das erste Narrativ würde ich als den Problemdiskurs bezeichnen, das andere als kulturalistisch ethnisierende Perspektive. Ganz kurz zu dem Problemdiskurs, der Spiegel ist da immer eine sehr gute Quelle, um nochmal deutlich zu machen, wie Migration als Problem in den letzten Jahren
schon lange vor dem September 2015 verhandelt wurde. Und während unserem Ausstellungskonzept Projekt Crossing Munich konnten wir eine erstaunliche Kontinuität dieser Konzeptualisierungsweise feststellen. So fanden wir in unserer Inhaltsanalyse der Münchner Zeitung bereits Ende der 1960er Jahre Topoi, die heute auch wieder relevant sind, nämlich den Topos der Grenzen der Belastbarkeit, der Grenzen der Aufnahmefähigkeit und der erschöpften Integrationskraft. Wie sie derzeit wieder eben in der Flüchtlingsdebatte virulent sind. Nachdem der Anwerbestopp fast einen gegenteiligen Effekt hatte, nämlich zu einer steigenden Familienzusammenführung beitrug, ist dann vor allem die zweite Generation erfunden worden und in den Blick genommen worden als tickende Zeitbombe. Vor allem mit dem 11. September rückten dann vor allem die zweite und dritte Generation wieder in den Blick als Bedrohung. Das werden Sie auch in den Ausstellungsprozessen immer wieder finden. Und diese Bedrohungsszenarien werden vor allem eigentlich auf dem Terrain der Stadt ausgehandelt, eben in der Vorstellung von Parallelgesellschaften, von Ghettos, von nicht integrierten Stadtgesellschaften. Im zweiten Narrativ erscheint Migration vor allem als kulturelle Differenzerfahrung. Der Migrant als Kulturwesen. Die kulturalistische Wende datiert der deutsche Erziehungswissenschaftler Frank-Olaf Radke bereits auf das Jahr 1973. Er meint einen Wechsel in der Semantik von der staatsrechtlichen Kategorie des Ausländers auf den ethnologischen Blick des Fremden festzustellen. Just in dem Moment, in dem sich die Gastarbeitenden eben niedergelassen haben und eigentlich zur Wohnbevölkerung wurden und damit eigentlich zu de facto Bürgern. Es sieht fast so aus, als wären sie zu nahe gekommen, als hätten sie sich durch ihre Praktiken der Selbsteingliederung eben zu de facto Citizens gemacht, die dann wieder auf Abstand, nämlich auf einen essentiellen, gebracht werden mussten. Auch wenn die kulturalistische Redensart eine positive Anerkennung der multikulturellen Wirklichkeit in Deutschland einschleißt, wie hier die Ausstellung zum Beispiel zum Stadtjubiläum Berlins zeigt, Migrations als viele bunte Luftballons, die die Stadtgesellschaft bereichern, unterwirft sie die Migration einer Nutzen-Kosten-Logik und Migrantinnen einen Blick, der sie nicht aus der Rolle des anderen entlässt, ist auch die Frankfurter Kulturanthropologin Gisela Welz vielfach herausgearbeitet hat. So beinhaltet der Multikulturalismus auch ein feines Sensorium für Selektionsprozesse, wobei die vermarktbaren Kulturen in die Karnevalsaufstellung Platz nehmen dürfen, werden die zum Problem erklärten, zum Gegenstand sozialpädagogischer und arbeitsrechtlicher Maßnahmen werden. Beide Konzeptualisierungen weisen jedoch dem Phänomen Migration als komplexe, total soziale Tatsache, als gesellschaftliche Dynamik und Kraft, die unsere spätmodernen Gesellschaften unwiederbringlich verändert und geprägt hat, wird sie nicht gerecht. Dabei sind ihre Effekte und Auswirkungen eben nicht nur auf den sozioökonomischen, kulturellen Bereich beschränkt, die zunehmend auch hier in den Stadtmarketing-Konzepten Beachtung finden. Vielmehr sind die Geschichten der Migration tief eingeschrieben in unsere basalen, nationalen, juridischen Selbstverhältnisse und Identitätskonstruktionen, wenn wir sozusagen die postkoloniale Einsicht akzeptieren, dass wir immer nur im Spiegel der anderen existieren. Von daher ist es nochmal die Frage, warum sozusagen Migration aus den nationalen Geschichtsausstellungen und Geschichtskonstruktionen so rausgehalten wird, wenn wir wissen, dass es immerhin ein dialektischer Prozess ist. Ich käme jetzt zu den vier Modi der Musealisierung und Sie werden merken, dass Sie diese Perspektiven da wiederfinden. Vor dem Hintergrund dieser kurz skizzierten integrationistischen und kulturalistischen Folie haben sich in den letzten 10 Jahren folgende 4 dominante Modi der Musealisierung herausgebildet. Erstens folgen die meisten Ausstellungen einer sozialhistorischen Erzählmodus, der versucht, Migration als einen linearen chronologischen Prozess abzubilden oder ein lineares chronologisches Projekt abzubilden, welches mit der Auswanderung beginnt und mit der Integration zum Abschluss kommt. Wofür viele Ausstellungen dann Bilder von gemischten Fußballclubs in die Vitrine stellen. Diese Chronologie strukturiert dann auch die meisten Ausstellungsprojekte. Transnationale Lebensprojekte, wie sie die neuere Migrationsforschung beschreibt, Zickzackbewegungen, ein mobiles Leben über mehrere Länder und Etappen hinweg fallen hierbei gänzlich aus dem Blick.
Dieser sozialhistorische Erzählmodus folgt zweitens entweder nationalen Ordnungsvorstellungen und betrachtet eine nationale Zuwanderergruppe und nationalisiert hiermit die Einwanderergeschichte, als ob Menschen sich als Türken oder Griechen auf den Weg gemacht hätten. Meistens sind es jedoch, und das weist die Migrationsforschung auch hin, Arbeit, Liebe, Abenteuer, Krieg oder Vertreibung, die als Motive des Aufbruchs und der Suche genannt werden. Oder der sozialhistorische Erzählmodus orientiert sich drittens an den migrationspolitischen Großkategorien, wieder hier die Ausstellungsprojekt aus Hannover, sodass die meisten bisherigen Ausstellungen entweder auf die Ära der Gastarbeit fokussiert sind oder die deutsche Geschichte von Flucht und Vertreibung in den Mittelpunkt stellen. Dies blendet alle selbstorganisierten und anderen Migrationsformen jenseits der Gastarbeit, vor allem ältere wie neuere Migration, wie zum Beispiel auch die Asylmigration, gänzlich aus. Es wird auch der Bandbreite der erzählten Motivlagen und der Flexibilität der Migration, sich geschickt verschiedene Einreisemodi zu bedienen, überhaupt nicht gerecht, was dann auch erstaunliche Bildtextscheren produziert, auch zu finden in den Migrationsprojekten, wo die migrantischen Akteure von ihren Aneignungspraktiken erzählen und die Tafeln dann sozusagen eine ganz andere Geschichte wiedergeben. Dies impliziert viertens eine weitere erzählstrukturierende Praxis, welche ich als methodologischen Funktionalismus bezeichne. Nämlich die bestimmende Vorstellung, man könnte Migration regulieren und auf- und abdrehen wie Wasser an einem Wasserhahn. Das ist ja auch jetzt wieder in dieser Debatte um Obergrenzen und man müsste die Fluchtmigration auf 200.000 reduzieren, zum Beispiel virulent die Vorstellung, man könnte das von oben als Staat einfach so tun. Dies impliziert auch das Narrativ der Stunde Null. So beginnen die neueren deutsche Migrationsgeschichte in den Ausstellungsprojekten mit den Anwerbeverträgen meist, die dann auch mit einem roten dicken Strich als Startlinie auf dem Boden der Ausstellungsflächen eingezeichnet sind, wie das Stuttgarter Ausstellungsprojekt das gemacht hat. Dies ist die Geschichte von Deutschland, welches Arbeitskräfte rief und die ungelernten Südeuropäerinnen kamen in Scharen. Gemäß dieser funktionalistischen Betrachtungsweise, die der Vorstellung von Push- und Pull-Faktoren folgt, folgen auf den roten Strich dann auch meist Display-Anordnungen, wie Sie sie hier sehen können, die den Pass, Einreiseerlaubnisse und oder Stempel und Bilder der Anwerbebüros in den jeweiligen Herkunftsländern zeigen. Als weiteres und oftmals zum Beispiel die Stempel überdimensioniert, übergroß abgebildet werden. Als weiteres ikonisches Objekt darf dann der Koffer gepaart mit Bildern überfüllter Züge und überfüllter deutscher Bahnhöfe nicht fehlen. Migration als Masse, als Reisende, nicht als Bleibende. Denn wenn weitere Vitrinen das Ankommen zum Thema haben, so doch überwiegend als Erzählung kultureller Andersheit und Differenz. Wie ließe sich aber eine Migrationsausstellung konzipieren, die Akteurinnen, die Migrantinnen mit ihren Praktiken sozusagen mehr ins Zentrum rückt? Wie, so fragen wir uns immer wieder, kann man unter diesen diskursiven Bedingungen und Repräsentationsverhältnisse eine Ausstellung zum Thema Migration machen, die Migration eben nicht nationalisiert und ethnisiert, kulturalisiert, sondern die Migration als eine Geschichte der vielen konzipiert, die Praktiken und Taktiken der Migration selbst in den Mittelpunkt stellt, eben wirklich Migration erzählt, ohne den dominanten Konstruktionskontext dabei zu vernachlässigen. Die Antworten suchten wir in unseren letzten drei Ausstellungsprojekten, Projekt Migration, Crossing Munich und Movements of Migration, suchten wir sowohl auf der inhaltlichen, aber auch auf der gestalterischen Ebene, wobei ich letztere zuerst kurz ausführen will. So versuchten wir den repräsentationstheoretischen Fragestellungen des Fremdverstehens, der Fremdrepräsentation, sowie, das ist ein Begriff, der in der kulturwissenschaftlichen Debatte sozusagen die Fremdrepräsentation beschreiben will, das Othering, das die anderen zum anderen machen. Diese Problematik, wie ließ sich diese Problematik aufgreifen? Das heißt, die Frage immer, wer spricht über wen und wie? Das heißt, wir kommen nicht aus unserer Haut raus und wie können wir trotzdem als deutsche Forscherin, als deutsche Studierenden
meist doch, wie wir sie immer noch hier stehen, ohne Migrationsgeschichte über Migration anders nachdenken und sie anders in ein Ausstellungsverhältnis bringen. Hierzu suchten wir insbesondere die enge Zusammenarbeit mit künstlerischen Praktiken, die sich immer noch an den im Rahmen der kulturwissenschaftlichen Debatte eben aufgeworfenen Fragen des Fremdverstehens und der Fremdrepräsentation abarbeiten. So war es auch erklärtes Ziel, eine nicht objektbasierte, diskursiv-installative Ausstellung zu konzipieren, die auch mit Verfremdungen und verschiedenen Reflexionsebenen ihrer eigenen Praxis und Situiertheit arbeitet. Ich finde das ein schönes Bild, weil das sozusagen nochmal diese Spiegelbildlichkeit und die Verhältnisse sehr gut einfängt, dass sich die unterschiedlichen installativen Sachen auch gegenseitig sozusagen ein Stück weit kommentiert haben. So bedienen sich diese Arbeiten zum Beispiel zum Lager in Friedland, die Sie hier in den Vitrinen am Rande sehen, der gängigen objektzentrierten Musealisierungspraxis und ironisierte sie geschickt. So hat sie das Lager in Friedland und die darin heute zum Tage kommenden Verwaltungspraxis des Asylverfahrens zum Thema gemacht und nicht etwa den alten Löffel, den ein Vertriebener 1945 mitbrachte, sondern hier steht zum Beispiel die Residenzpflicht im Mittelpunkt und andere verwaltungstechnische Verfahren. Zum anderen suchten wir aktiv, die Kooperation mit migrantischen Gruppen und versuchten, einen dialogisch-partizipativen Forschungs-Interpretationsprozess zu praktizieren. Dieser Film zum Beispiel, den Sie hier im Hintergrund sehen, in einem Still, ist ein sehr poetisch und gelungenes Ergebnis eines dermaßen von Anfang bis zum Ende kollaborativen Prozess, wo die Filmerin mit der Familie zusammen die Familienbiografie aufgearbeitet hat und sich auch mit der Familie zusammen über Settings und so weiter auseinandergesetzt hat. Oder auch dieser andere Film mit dem Titel Der getötete Pass, den Sie hier ganz klein im Hintergrund sehen, auf einem kleinen Display, ist eben auch ein sehr dialogisch konzipierter Forschungsprozess geschuldet. Und das ganze Setting ist mit den Akteuren, mit den Protagonisten zusammengestaltet worden. Angesichts dieser stadtpolitischen Lehre, die das Thema Migration hier in Göttingen umgab, so waren wir ja auch das erste Forschungsprojekt überhaupt, welches die Geschichte der Migration in Göttingen aufzuarbeiten versuchte. Und wir sind meistens eigentlich auf taube Ohren gestoßen, beziehungsweise auf ein großes Desinteresse, weil es hieß, dass eine Universitätsstadt eben keine Geschichte der Gastarbeit, nicht durch eine Geschichte der Gastarbeit gekennzeichnet ist. Angesichts dessen verließen wir in Göttingen zudem die heiligen Ausstellungshallen und versuchten mit Stolpersteinen, Videoinstallationen, Hörstationen in der Stadt, dem öffentlichen Raum, die Stimmen der Migration zumindest temporär in die Innenstadt zu tragen und hören wahrnehmbar zu machen. Dies war ein Ausstellungscontainer am Bahnhofplatz. Und als letzte gestalterische Maßnahme nahmen wir diesmal die Frage der Archivierung, der Sammlung und Speicherung und der Zugänglichmachung unserer Funde ernster und inkludierten in die Ausstellung ein digitales Wissensarchiv, was wir eigentlich dem Stadtmuseum übergeben wollten, wenn es Interesse gezeigt hätte. Ist heute noch abrufbar, das digitale Wissensarchiv unter Movements of Migration. Zum anderen war die Ausrichtung des Forschungs- und Ausstellungsprojekts durch vier Überlegungen auf der inhaltlichen Ebene wesentlich strukturiert. Und damit komme ich dann auch zum Ende. Hierbei versuchten wir, die dominanten Narrativierungsweisen des Museumsfeldes durch eine Perspektivierung zu konterkarieren, die wir als Perspektive der Migration bezeichnet haben. Konkret bedeutete dies erstens, dass wir dem Ausspruch des Stadtforschers Eriyildiz, der Stadt Migration sei, folgten und Migrationsbewegungen als einen wesentlichen Motor von Urbanität versuchten darzustellen. Dies impliziert selbst Göttingen, welches eben berät von sich weist, eine Migrationsstadt zu sein, als Stadtgesellschaft zu erkunden, die von historisch sehr unterschiedlichen Migrationsbewegungen geprägt und durchdrungen ist. Hierbei fragten sich die Forscherin auch, wie Politiken der Sichtbarkeit und des Unsichtbarmachens
zum Beispiel im Rahmen von Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Sozialpolitik und Universitätspolitik, die öffentliche Wahrnehmung und die konkret gelebte Präsenz der Migration im Stadtbild über verschiedene Konjunkturen hinweg beeinflusst hat. Hier zu sehen in einer Darstellung, die versucht hat, migrantische Ökonomien in der Innenstadt zu erkunden, ein Mapping am Boden und eine Darstellung, die vor allem nochmal die Vielzahl von Kiosken hier in der Stadt zum Thema genommen hat, um sozusagen die ökonomischen Strategien und Netzwerke dahinter nachzuverfolgen. Zweitens war unser Zugang durch eine konsequent transnationale Perspektive geprägt, die Göttingen in einem globalen Netz von Bewegungen und Verbindungen und Politiken verortet hat, die Migrantinnen direkt durch ihre täglichen Mobilitätspraktiken, ihre Kommunikation, durch Güter, Geld oder Wissenstransfers errichten, aber eben auch Politiken. Doch auch die das lokal mitprägenden nationalen, europäischen und globalen Migrationspolitiken zeigen, dass kommunale Geschichte schon längst nicht mehr im Sinne eines lokalen Kultur- und Gesellschaftscontainers erzählt werden kann, zu sehen an diesem Mapping-Projekt, welches die Migrationswege eines syrischen Migranten folgt und versucht, die Vielzahl beeinflussender Institutionen aufzuzeigen, die seinem Migrationsprojekt mitgeprägt haben. Der syrische Migrant startete in Syrien und versuchte, nach Göttingen zu kommen, und der Rote Weg ist der Weg des syrischen Migranten, und die anderen Fähnchen sind alle verschiedene Institutionen und Initiativen, die seine Migration entweder behindert haben oder gefördert haben, auf irgendwie eine Art mit beeinflusst haben. Drittens bedeutet dies für uns vor allem die Praktiken und Taktiken, das Know-how und das Wissen der Migration in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen. Dies verpflichtete zu einem Standpunkt, der in allen Forschungsfeldern nach dem subjektiven Gesicht und den Erfahrungen der Migration fragte. Was wir in Göttingen in Form von 4 Hörstationen umgesetzt haben, die die Aussagen von über 30 Migrantinnen zu verschiedenen Themen ihres Alltags kollagiert zusammengestellt hat, die im öffentlichen Raum ausgestellt wurden. So fanden wir auch in Göttingen die Geschichte eines wilden Streiks, zum Beispiel von griechischen Arbeiterinnen, die im Protest aus der Fabrik auszogen und vorhatten, bis nach Griechenland zu laufen, was der Container am Bahnhof erzählt hat. Oder die Diarbeit zur Geschichte der migrantischen 1968er-Bewegung und ihre Einflüsse und die Einflüsse der migrantischen Protestkultur auf eben hier politische Praktiken, die ja vor allem auch in den 70er und 80er Jahren stark am Campus die Universität mitgeprägt haben. Viertens, nachdem ohne die Politiken des Kategorisierens, Deutens, Repräsentierens und Steuerns Migration eigentlich nur Mobilität wäre, galt die vierte zentrale Perspektive der Regulation. Konkret bedeutete dies, die Kommunen in den Blick zu nehmen, wie sie in verschiedenen Politikfeldern mit verschiedenen Institutionen, Diskursen, Architekturen und Angeboten versuchte, Migration zu kontrollieren, zu verwalten, zu bremsen, zu zähmen und zu nutzen. Dieser Blick hat folgende 2 Projekte stark beeinflusst. Ein Projekt zur Weststadt, was hier immer noch als ein starkes Problemviertel zählt, mit einem Migrationsanteil um 23%. Es ist ein Brennpunktviertel. Dieses Projekt hat die Konstruktion des Brennpunkts zum Thema gehabt. Und ein anderes Projekt hatte sich vor allem den universitären Strategien zugewandt und Göttingen international unter die Lupe genommen, also Internationalisierungsbemühungen aus der Universität heraus, wie die schon seit den 70er Jahren als Motor für Migration auch zu sehen sind. Generell folgten wir hiermit einer ethnografisch-genealogischen Vorgehensweise, die die Praktiken der Migration und die Praktiken des Regierens aufeinander bezieht und als eine konfliktive Aushandlungsfläche denkt. Dies erforderte, wie Sie sahen, einen konsequenten historischen Ansatz, der das Gewordensein, die Brüche und Kontinuitäten in Lage ist zu analysieren. Hinzu kam der konsequente künstlerische Zugriff, der unsere wissenschaftliche Wissensproduktion reflektierte und der Repräsentation als einen zentralen Bestandteil der Aussagen einen großen Stellenwert beimaß.
Als dritten Punkt hatten wir unser Ausstellungsprojekt diesmal auch ganz konsequent als einen offenen Prozess konzipiert, beziehungsweise als eine sogenannte Contact Zone. So fanden verschiedene Veranstaltungen auch im Rahmen des Archivraums statt und sollten eigentlich sozusagen im laufenden Prozess das Archiv komplementieren. So haben wir das Archiv auch auf rollende Möbel gestellt, die wir eigentlich vorhatten, von Institution zu rollen, um sozusagen gemeinsam hier mit dem Stadtmuseum und dem Stadtarchiv an der Geschichte der Aufarbeitung der Migration in Göttingen zu arbeiten. Herzlichen Dank und insofern freuen wir uns auf das Wissenshaus, weil wir hoffen, dass der abgebrochene Prozess vielleicht dann auch gemeinsam wieder aufzunehmen ist.